Hey Freunde, willkommen zurück hier bei Valheim. Ja, wir sind hier bei unseren Wölfen. Das Wolfsjunge ist ja leider gestorben das letzte Mal. Okay, hier liegt noch was zu beißen. Ah, da haben wir ja schon. Kann ich dann eigentlich auch. So. Hätten wir schon das nächste Wolfsjunge. Gut, was machen wir? Wie stellen wir am besten sicher, dass hier nichts mehr rüberkommt? Am besten vermutlich, wenn wir einfach hier den Spaß mit Steinen anheben. Okay, da brauchen wir hier nochmal eine Werkbank. So, die stellen wir gleich mal hier hin. So, jetzt ist nur die Frage. Wie hoch machen wir den Spaß? Dass hier niemand mehr drüber hüpfen kann. Und vor. Genau, so müsste es eigentlich reichen. Und dann können wir auch vorne noch ein bisschen die. Mit der Spitzhacke noch ein bisschen das Ganze noch ein bisschen abtragen. Okay, hier geht die Werkbank zu Ende. Okay, da kommt definitiv keiner mehr rüber. Du Bro. Brauche ich gar nicht versuchen, mir auf die Eier zu gehen. Ah. Gut, das hätten wir. Dann können wir hier wieder fröhlich weitermachen. Ist natürlich ziemlich viel Stein. Ja, den ganzen Spaß dann. Ja, hier natürlich. So habe ich das jetzt nicht gemeint. So. Das ist der einzige Nachteil, wenn man das hier selber bauen will. Aber das kann man dann noch mal mit. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das geht, dem anpassen. Dann können Sie einfach mal versuchen. Okay, da drüben geht's schon frohlockend vorwärts. Die Sachen vermehren. Jetzt lass mich mal hier noch. Genau. So, dann könnte ich doch normalerweise.
Schauen, genau, Werkbank wieder Ende. Reißen wir den Spaß jetzt hier nochmal ab. Setzen sich da drüben nochmal hin, irgendwo. Genau. Gut, ihr seid es mir ehrlich gesagt egal. So. Das müsste normalerweise jetzt passen. Genau, da geht ja die Brücke lang, also da kommt schon mal keiner mehr durch. Und das Holz mal noch mit. Also normalerweise kann ich mir nicht vorstellen, dass die da drüber springen können. Hoffe ich zumindest. Achso, genau, hier haben wir eine Werkbank. Das heißt, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Im Endeffekt können die Teile ja auch nur dort hüpfen, wo es ein Meer ist normalerweise. So, jetzt die Frage, wie weit gehe ich darüber? So, jetzt habe ich auch schon keine Steine mehr. Okay, dunkel wird es auch, da würde ich mal sagen. Gehen wir mal schnell pennen zu Hause. So, zack. Weil ich denke mal, durch den Kistenradius haben wir jetzt eh alle Steine aufgebraucht, auch die, die wir nicht mitgenommen haben. Sondern die, die noch in der Kiste lagen. Aber ich glaube sogar, dass das jetzt so fürs erste Mal reichen sollte. Erstmal mal eine Kleinigkeit. Und gehen dann auch gleich wieder zurück. Wir werden hier einiges an Zeit verbringen müssen, damit die Wölfe hier sich vermehren. Gerade sage ich es noch und das hat, lol, das hat der Leute, ich glaube, ich gebe es auf. Ich glaube, ich gebe es auf. Wie kam der jetzt bitte hier rüber? Ganz ehrlich. Also hier kann er nicht reingekommen sein. Und da drüben außenrum ist er bestimmt nicht geschwommen. Das blicke ich dann bald gar nicht mehr durch. Wie in Gottes Namen kam der jetzt darüber? Gut, jetzt haben wir natürlich einen großen Wolf und ein Wolfsjunges. Da können wir jetzt logischerweise wieder warten. Ist das... Oh Gott, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Auch wenn ich mir tatsächlich nicht erklären kann, wie das jetzt ging. Wo kam der jetzt her? Möglicherweise von da drüben, ja, aber
Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt das komplette Areal hier mit Ding voll machen muss. Aber wie gesagt, die können doch nicht. Wie kommt denn der überhaupt darauf? Da kann er nicht raufkommen. Wie viele Steine habe ich denn noch? 70. So, wie kann jetzt da einer rüberkommen? Hier kann er sicherlich jetzt nicht mehr rüberkommen. Und der könnte da hinten lang laufen, aber auch das Problem können wir lösen. Und wir könnten mal, wie viele Steine habe ich noch? 42. Da. Genau. So. Können wir natürlich den gleichen Spaß auch noch mal hier rüber machen. Mann, das nervt mich jetzt richtig, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr mich das jetzt nervt. Nicht, wie konnte der jetzt da reinkommen? Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir stelle. Und ich habe leider absolut keine Antwort dafür. Gut, da muss ich halt jetzt warten, bis das Wolfsjunge groß wird. Hilft alles nichts. Das bringt genauso wenig, wenn ich die da drüben alle kill, weil die spawnen ja trotzdem nach einer gewissen Zeit wieder. Weil das gilt ja hier als dunkler Wald, also können hier eigentlich auch keine spawnen. Ich laufe einfach mal ab. Das ist alles dunkler Wald. Gut, Steine schaut es halt jetzt natürlich mal aus, gell? 10, ja. Außer aber. Macht das jetzt so. So, dann hau mir hier eben eine Kante rein. Und dann dürfte hier eigentlich auch niemand mehr reinkommen. Normalerweise, wenn ich mich jetzt so umschaue,
So, das haben wir wieder keine Ausdauer. Müsste es jetzt eigentlich unmöglich sein, hier hochzukommen. Wenn doch, dann hasst mich das Spiel wohl einfach. Hier kommt keiner hoch. Und hier auch nicht. Und von da kann eigentlich auch niemand hochkommen. Deswegen, es ist mir ein Rätsel. Der Kollege jetzt vorhin herkommen. Und natürlich killt er ihn halt auch mit einem einzigen Schuss. Ist ja auch wieder nicht komplett übertrieben. Wolf mit 2 Sterne. Bekommt halt einfach einen Schuss und es hat sich erledigt. So, jetzt könnten wir mal hier den ganzen Spaß noch mit ein paar Fackeln. Okay, ich brauche Harz. Harz müssten wir eigentlich noch hier drüben irgendwo haben. Genügend. So, an die 100 Stück wahrscheinlich. Nur die Frage, ob wir die Kiste finden. Harz, Harz. Nö, nö, nö. Ja, dann gib mir mal 100 mit. Vielleicht ein bisschen Holz. Das kann er so jetzt nicht angehen, dass ich mir die ganze Arbeit gemacht habe und jetzt so ein dämlicher Drauger hier unseren Wolf mit einem Schuss wegsnackt. Falle ich vom Glauben ab sonst hier. Noch keine Werkbank. Ja, das ist hier komischerweise wieder nirgends möglich. So. Genau, wie viel Ding ist da von Haus aus drin? Eigentlich brauchen wir auch nur die Seite beleuchten, weil vom Dunkelwald her kann eigentlich nichts kommen. Komm, packen wir hier der Ordnung halber auch noch was hin. Da. Bisschen ausgeleuchtet. Ich hoffe mal, Wölfe haben keine Angst vor Feuer. Ne, gut. So. Kann ich eigentlich okay, will ich mir jetzt sagen, das kapiere ich jetzt nicht ganz, Leute, wenn ich ehrlich bin.
Genau, ich müsste da den Boden mal noch. Einfach mal abtragen. Dann müsste es ja normalerweise auch gehen. Jetzt machen wir hier mal noch. Ich glaube, das war ich selber. Ich glaube, das war ich durch das. Bodenebenen jetzt gerade selber. Es bringt halt gar nichts, wenn ich dazu anfange, den Boden wegzumachen. Ich glaube, das kann ich mir sparen. Da werde ich dann gefühlt noch 100 Jahre rumbauen müssen. Von daher, Freunde, werde ich die Folge jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Zum Glück haben die noch ein Wolfsjunges gezeugt. Aber bis das halt jetzt erwachsen wird, dauert es gefühlt wahrscheinlich ewig. Dann müssen die sich wieder paaren. Dann wieder ein Wolfsjunges kommt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir da noch länger beschäftigt sein werden. Aber gut, Freunde. Genug der Worte. Wir sehen uns dann morgen wieder zur gewohnten Zeit und dann bis dahin macht's gut, euer Stevie B. Ciao.